Im Personalstamm in WAWI Profi 3 können Sie komfortabel Ihr Personal verwalten und anlegen. Dabei ist es egal, ob Sie von der Reinigungskraft über den Hausmeister bis zum Verkäufer oder sonst irgendwas eintragen. Das können Sie hiermit alles tun. Den Personalstamm können Sie erreichen über das Startmenü oder eben über die Menüleiste Anwendungen Personal Personalstamm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz darauf verweisen, dass Sie natürlich, wenn Sie Personal angelegt haben, eine schöne, komfortable Rechteverwaltung zur Verfügung haben, in der Sie benutzerabhängig Zugriffe festlegen können. Nur so viel am Rande. Also kommen wir nun zum Personalstamm. Im Personalstamm können Sie alle notwendigen Stamminformationen hinterlegen, die für eine weitere Verarbeitung oder für die Zugriffskontrolle wichtig sind. So, gehen wir mal einfach kurz drüber, wir fliegen jetzt einfach mal drüber. Anrede ist klar, Vorname, Nachname brauchen wir nicht drüber reden, alles klar. Unten haben Sie so schöne Karteikarten, Krankenkassen, die Sie natürlich frei und selbst verwalten können. Urlaub und Stundeninformationen, Familienstand, Bemerkung, Bankinformationen, Lohninformationen und die Karteikarte Ausstellung. So, also das heißt, warum ist ein Mitarbeiter nicht mehr da? Sollte das der Fall sein, dann tragen Sie bitte die Informationen ein, dass Sie sagen, wann ist er gegangen und warum ist er gegangen. Kommen wir jetzt nun zum Detail ein bisschen. Wie ich am Anfang sagte, Sie können ja von der Putzfrau bis zum Hausmeister über den Verkäufer jeden eintragen und das sollten Sie auch tun. Schauen wir uns das in der Praxis an. Bei einem Benutzerwechsel werden Ihnen alle Leute oder jedes Personal angezeigt, dass Sie mit dem Fleck "Ich bin ein Benutzer", also ein Softwarebenutzer, hinterlegt haben im Personalstamm. Das heißt, wir haben Herrn Mustermann, die Frau Müller und den Herrn Schmidt. Okay, die benutzen alle die Software. Wenn wir in die Kasse reingehen, haben wir jetzt hier nur den Herrn Mustermann und den Herrn Schmidt. Die Frau Müller hingegen taucht hier nicht auf. Warum das so ist, kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Denn der Herr Schmidt, haben wir gesagt, hier unten, haben wir eine zweite Liste. Sagen wir, der Herr Schmidt ist ja ein Verkäufer. Alles klar. Die Frau Müller, ja, die ist unten in der Liste nicht drin. Also sie ist kein Verkäufer. Und der Herr Mustermann hier wieder ist ein Verkäufer, weil er hier in der Liste ist. Wie bekommen wir jetzt die Frau Müller, wenn wir es angelegt haben, rein? Zum einen mal sagen Sie bei der Anlage oder bei der Editierung natürlich hier, ich bin ein Softwarebenutzer oder der oder diejenige ist ein Softwarebenutzer. Das ist mal das Erste. Okay. Dann, wenn Sie es abgespeichert haben, haben Sie die Möglichkeit, den Benutzer anzuklicken und auch dann auf den Button Sabine Müller als Verkäufer eintragen. Zack, dann ist die Frau Müller drin. Schauen wir es uns an. Jetzt steht uns die Frau Müller auch hier zur Verfügung oder zur Auswahl zur Verfügung. Wenn Sie sagen, der Hans, also der Schmidt, ne, der ist kein Verkäufer mehr, den habe ich jetzt ins Lager verfrachtet, dann können Sie einfach den Herrn Schmidt anklicken und sagen, Verkäufer entfernen. Zack. Und Sie ahnen es, jetzt ist der Herr Schmidt weg, nur noch der Herr Mustermann und die Frau Müller da. Okay. Aber, okay, das war jetzt hier in der Kasse, aber beim Benutzerwechsel ist natürlich der Herr Schmidt auch noch da, weil Sie gesagt haben, der Herr Schmidt benutzt ja noch die Software. Okay. Also, kommen wir wieder zum Personalstamm. Wir haben ja hier das Häkchen nur Softwarebenutzer anzeigen. Sie können natürlich dann hier sagen, ich nehme das Häkchen mal raus und jetzt haben wir plötzlich die Frau Meier noch da. Die Frau Meier kann eine Reinigungskraft sein, die natürlich kein Softwarebenutzer ist. Deswegen haben Sie natürlich bei der Anlage von der Frau Meier gesagt, liebe Frau Meier, du bist kein Softwarebenutzer. Deswegen taucht die also hier in der Liste auch nicht auf, dass Sie hier sagen, das sind die Leute, die die Software benutzen, das sind die Leute, die Gärtner, Reinigungskraft, keine Ahnung, Hausmeister, was auch immer. Sie können hier oben natürlich sagen, Sie wollen sich Leute anzeigen lassen, Softwarebenutzer alle oder aktive Softwarebenutzer oder ausgeschiedene Softwarebenutzer. Das können Sie sich ja alles hier filtern. Okay, ein Mitarbeiterbild hinterlegen Sie, indem Sie hier per Doppelklick auf dieses kleine Rechteck machen. Wir nehmen jetzt irgendein Bildchen, ist doch egal. Ist doch wurscht was. Wir sagen, okay, das ist jetzt, so schaut jetzt der Herr Mustermann aus. Okay, jetzt haben wir ein Bildchen für den Herrn Mustermann hinterlegt. Doppelklick drauf, dann wird es wieder entfernt. Also so können Sie ganz leicht Bilder hinzufügen, entfernen. Rechtsklick können Sie hier sagen, Mitführungspflicht. Haben Sie ein kleines Menü.
Was ist die Mitführungspflicht? Ganz einfach. Ein Arbeitgeber muss ja seinen Sozialversicherungsausweis bei sich tragen und Sie müssen ihn nachweislich laut Paragraph bla 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 darüber informiert haben. So, hier können Sie das ganz einfach ausdrücken. Wenn Sie sagen, ich habe einen neuen Mitarbeiter, Rechtsklick drauf, ausdrücken, unterschreiben lassen und fertig, dann sind Sie auf der sicheren Seite. So viel zu dem. Auch können Sie per Rechtsklick hier sagen, ich brauche schnell einen Termin. Na, dass ich sage, Herr Mustermann, pass mal auf, wir müssen uns mal zusammensetzen und zwar am 2.3. setzen wir uns mal einen ganzen Tag zusammen aus irgendeinem Grund und so weiter. Na? So, und jetzt sage ich einfach übernehmen. Könnte das Ganze natürlich mit Outlook gleich abgleichen lassen. Ich könnte eine Wiedervorlage hinzufügen, wollen wir nicht. Und ich könnte sagen, hey, was ist es denn? Ich kann hier irgendwas auswählen und was weiß ich was. Und jetzt haben wir einen Termin auf die Schnelle angelegt, innerhalb von Sekunden. Und wir haben jetzt hier unseren Herrn Mustermann drin. Da haben wir am 2.3. einen Termin mit ihm. Da können wir draufklicken, dann sehen wir, ach ja, das sind die und die Informationen. Also so können Sie auch sehr, sehr schnell aus dem Personalstamm heraus, genauso ist es natürlich bei den Kunden, bei den Lieferanten und so, einen Termin anlegen. Über die Toolbox stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Sie können hier Ihre Liste nach Excel exportieren, wenn Sie, und das ist wichtig, natürlich Excel installiert haben. Das ist die Prämisse. Also Microsoft Excel muss installiert sein, dann geht's. OpenOffice geht nicht. So, klickt man halt einfach mal schnell drauf. So, jetzt exportiert er die Liste und dann haben Sie es einfach so da. Dann können Sie irgendwas damit machen, wenn Sie wollen. Okay. Dokumente. Das Dokumentenmodul ist natürlich ein optionales Modul, das aber wirklich absolut günstig ist. Hier können Sie Dokumente zu einem Personal, zu einem Kunden, zu einem Artikel, was auch immer hinzufügen oder über den Twain-kompatiblen Scanner, das heißt Multifunktionsgerät, das auch scannen kann, oder Sie haben einen Flachbettscanner, über Wavi einfach einscannen und dann gleich den dementsprechenden Personal zuordnen. Das ist richtig cool. Passwortverwaltung ist ein separates Video, was ich auch zu Anfang angesprochen habe. Sie können für ein Personal dementsprechend benutzerabhängige Passwörter oder Zugriffsrechte vergeben und natürlich die ganzen oder diesen Benutzerwechsel natürlich auch mit einem Passwort versehen, damit also nicht der Herr Schmidt auf das Konto vom Herrn Mustermann zugreifen kann. Urlaubsplanung und Abteilungen sind optionale Module. Und die Stundenabrechnung ist relativ simpel. Haben wir jetzt hier jemanden, die Frau Müller, da haben wir jetzt einen Lohn eingetragen. Da könnte ich jetzt sagen Stundenabrechnung. Und da könnte ich jetzt eine neue Stundenabrechnung anlegen. An der Stelle möchte ich vielleicht kurz darauf verweisen, auf eine sehr, sehr schöne Funktion auch. In den Systemeinstellungen gibt es hier Feiertage definieren. Ich sage mal, berechne mir jetzt mal die Feiertage für 2014. Diese Liste können Sie natürlich abgleichen, wo Sie sagen, ja, das ist bei uns jetzt der Feiertag, das ist kein Feiertag und so weiter. Und nun, und das ist sehr schön, sehen Sie, dass jetzt hier plötzlich Tage gelb sind. Und zwar, dieser gelbe Tag, rechts oben, schauen Sie mal bitte ins Eck, sehen wir nun, ach, das ist Valentinstag. Hier, der 27. Ah, das ist Weiberfasnacht. So, ist einfach eine Hilfestellung, wenn Sie Ihre Stundenabrechnung anlegen, damit Sie sofort sehen, hey, ich trage jetzt am Weiberfasnacht da 3 Stunden ein, kann das sein? Ist einfach für Sie, wo Sie sagen, ja, nicht, dass ich jetzt da einen Fehler gemacht habe. Okay, jetzt machen wir einfach mal irgendwas. Na, komm. Lass uns mal ein bisschen arbeiten. So. Ich habe jetzt einfach die Stunden eingegeben. Wir sehen hier in der vorletzten Spalte die Wochenstunden und wie viel das Personal in der Woche hier bekommt. Dann haben wir auch einen Auszahlungsbetrag und hier als Kontrolle nochmal die Möglichkeit, den Stundenlohn einzugeben und dann können wir das Ganze speichern. Natürlich können wir auch eine erstellte Stundenabrechnung ganz, ganz einfach ausdrucken. Und da sagt er, ja, was willst du, lieber Benutzer? Dann haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt für den Februar, für die Müller-Sabine ausdrucken oder alle Stundenabrechnungen für den Februar ausdrucken. Jetzt sage ich drucken und so sieht es dann aus. Dann habe ich hier eine Auflistung oder das heißt eine Darstellung der getätigten Stunden mit Auszahlungsbetrag und so weiter. Diesen Report, na, oder diesen Ausdruck können Sie auch editieren.
Und zwar in den Texten unter Systemeinstellungen, Administration, Systemeinstellungen. Hier gehen wir auf Texte und dann auf Stundenreport. Hier können Sie den gerade gezeigten Text editieren, abändern, wie auch immer, und dann natürlich zum Ausdruck bringen.